meine, was damit einhergeht, oder Sie können diese Innovationen natürlich nur machen, weil Sie genau wissen, was Ihr Kunde macht, wie er das Produkt einsetzt, welche Probleme er hat und wie auch die Auftragslage beim Kunden ist. Das heißt, Sie machen das ja bei einem Kunden und aber auch bei vielen anderen Ihrer Kunden. Das heißt, über den Vergleich dieser Kunden haben Sie eine sehr große Markteinsicht, oder? Das heißt, Sie sehen da Markttrends, Sie sehen, wohin sich der Markt entwickelt, Sie sehen, welche Teile von Ihrem Produkt zum Beispiel überhaupt nicht verwendet werden und welche Teile von Ihrem Produkt sehr gut verwendet werden. Und dieser 24-7-Blick zum Kunden, der führt zu einem enorm großen First-Mover-Vorteil bei IoT. Also da steht so lapidar, IoT-Jahre, und das gilt in ähnlichem Maße auch für Industrial IoT, IoT-Jahre sind wie Hundejahre. Was meine ich damit? Unternehmen, die Produkte auslegen unter Zuhilfenahme von IoT, können 7-mal schneller und 7-mal häufiger Hit-Produkte, also Produkte, die im Markt auch wirklich sehr gut funktionieren, auf den Markt schmeißen, als Unternehmen, die IoT nicht für die Auslegung ihrer Produkte verwenden. Ich meine, die beste Erklärung oder die naheliegendste Erklärung dafür ist einfach, dieses 24/7-Fenster zum Kunden ist natürlich der Traum von jedem Produktmanager. Weil was muss ein Produktmanager ohne IoT und Industrial IoT machen, um überhaupt zu wissen, wie seine Produkte im Markt zu funktionieren, um zu wissen, welche Bedürfnisse der Markt zukünftig haben wird. Er muss zum Kunden fahren, er muss den Kunden befragen, er muss dem Kunden zuschauen, wie er das Produkt verwendet, er muss mit dem Kunden Mittagessen gehen, er muss Fokusgruppen bilden, er muss Umfragen machen und er muss das alles dann auch noch auswerten. Und das dauert einfach ewig lange. Und mit IoT hat man die Möglichkeit, dass man diese ganzen Informationen einfach auf zwei, drei Dashboards hat. Das heißt, mit wenigen Klicks bekomme ich die gleichen Informationen, als die Grundlage für meine Produktentwicklung sind, als wie mit Tage- und monatelanger Produktmanagement-Handarbeit sozusagen. Und ich meine, im Consumer-IoT-Bereich ist dieser Vorteil wirklich den Faktor 7 wert. Da gibt es Untersuchungen dazu. Im Industrial-IoT-Bereich ist es jetzt meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach ein bisschen weniger, aber immer nur 3 bis 4 Mal bessere oder 3 bis 4 Mal häufigere Produktinnovationen sind damit möglich. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, dass ich gesagt habe, ja, ich höre immer wieder, dass Leute sagen, na gut, aber IoT bringt mir ja erst was in der nächsten Maschinengeneration. Jetzt einmal davon abgesehen, dass das nur für einen Teil der Möglichkeiten von IoT stimmt. Die nächste Maschinengeneration ist einfach deutlich früher, sprich die Zukunft ist einfach durch IoT deutlich näher, als wie es noch vor einigen Jahren waren. Das heißt, das Argument, IoT nicht zu nutzen, weil es erst in der Zukunft was bringt, ist ein sehr gefährliches. Nicht, dass man dann entsprechend von Mitbewerb 3, 4, 5 und 7-fach überholt wird.